Devil Win. Ja, hier in Beacon Nerven Heilanstalt. Leslie? Der Junge wirkt mir immer mehr normaler. Ich weiß nicht warum. Das ist so. Er guckte so komisch. Nicht, dass er nachher der Bösewicht ist. Und dann voll der Twist auf einmal. So, Rubik ist voll der Nette und er wollte ihm nur helfen, dem Leslie. Und in Wirklichkeit ist Leslie der Böse. Das wäre mal voll der Twist. Und warum hat er jetzt eigentlich nach oben geguckt? Was soll das bedeuten? Soll das heißen, wir müssen nach oben? Da wäre ich so, glaube ich, nicht drauf gekommen als Videospieler. Voll der Pro-Gamer. Nein, natürlich nicht. würde ich mich auch nie bezeichnen wollen. Tja, aber als normaler Videospieler weiß man doch, bei Türmen muss man immer... Nein, das geht nicht. Ich dachte, das kann man zerhauen. Als normaler Videospieler weiß man, wenn man vor einem Turm steht, muss man da rauf. Das ist so in Videospielen Sinn der Sache. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da nochmal versucht habe, drauf zu hauen. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche gerade, meine Unwissenheit zu überspielen. Man merkt es, glaube ich. So, und wir haben gesehen, da drin sah es aus wie in der Klinik. Wenn es da immer noch so aussieht. Wow. Ja. Kontrollpunkt, geil. Das sind übrigens wieder die Bilder. Und hier sieht's verdammt neu aus, oder beziehungsweise verdammt ordentlich, muss ich ja mal sagen. Und da ist ein... Ist das ein Speicherpunkt? Ich höre aber gar keine Musik. Okay, da kann ich nichts tun. Da kann ich mal schon reingucken. Da ist schon wieder ein Fahrstuhl. Okay, da knarzt nur irgendwas. Was? Wie bitte? Nein, jetzt sag mir nicht, das ist voll der Twist. Und sagt mir jetzt nicht, Basti ist gar kein Detective, sondern der ist hier Arzt oder sowas. Ich glaube, dann flippe ich aus. Brainstorming. Und das ist sein Büro oder so. Ich glaube, das wäre jetzt mal echt voll der motherfucking Brainstorming-Twist. Weil komischerweise haben wir hier so einen Stuhl wie... Hier ist ein Spiegel. Da dürfen wir uns hinsetzen. Ich schaue trotzdem mal eben, was steht denn da? Was? Mollus? Ist irgendwie so eine... Keine Ahnung, irgendwie so ein... zwei Streichhölzer. So, Unternehmen. Hier kann ich speichern? Nein. Es ist wirklich so, wie ich es gerade gesagt habe, weil es kommt mir echt danach vor, als würde... Vielleicht hat er selber an sich ausprobiert, so ein bisschen schon im Voraus. Basti. Und er ist wirklich hier Arzt. Also es wäre echt voll der motherfucking Twist. Bin ich ganz ehrlich. So, was hatte ich denn vorgehabt? Was wollte ich denn? 100% Schaden, kritisch. 100%. Bei dem Scharfschützengewehr, wir kriegen auch so viel Scharfschützen. Muni. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Sprintdauer... 30.000 Sprintdauer, Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, dann werde ich mal den Crit-Schaden.
Ja, machen wir mal, komm. Ja. Und für 5 kaufen wir uns noch. Was kaufen wir uns noch für 5? Weil vielleicht ist es doch schon das letzte Kapitel. Und bevor ich jetzt hier rumgammel und nichts. Und ich möchte nichts verschenken, dann großartig. Machen wir einfach. Was machen wir denn? Wir werden sowieso nicht voll bekommen, die mit dem Magazin. Auch von allerdings nicht. Naja, Genauigkeit. Hoppala. Mal kurz gucken bei den Bolzen. Oder bei dem. Bei der Qualenarmbrust. Spanngeschwindigkeit. 33 Sekunden wäre das nur noch. Reichweite ist Quatsch. Was haben wir denn? Reserve, Kaliber. Können wir eine Spritze mehr mitnehmen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist. Oh, hier Explosionsbolzen. Dann machen wir hier die Sprengladung, die hohen Schaden bewirkt. Verwundete Gegner im Umkreis von 3 Metern. Aber der Schaden nimmt mit der Entfernung zu. Stimmt, das war das ja gewesen. Je mehr wir den Umkreis erweitern, desto weniger Schaden macht der Explosionsbolzen. Ach, wisst ihr was? Scheiß was drauf. Wir machen. Ach, wir lassen das einfach. Wir lassen jetzt einfach den, die 5000 sein und fertig. Und dann werde ich nochmal speichern. So. Ja, aber das sieht für mich danach aus. Wirklich. Ich habe jetzt echt das Gefühl, motherfucking Basti ist ein Arzt hier. Und das waren alles seine Gedanken. Und er hat das selber hier an sich ausprobiert. Hier ist quasi sein Büro. Und das war alles quasi so ein bisschen so Vorstellung, Kraft, dass wir immer in den Speicherpunkt gekommen sind. Und in Wirklichkeit ist das sein Büro gewesen. Und er kann sich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Das wäre echt ein fucking Twist. Oh nein. Oh. Hey, verdammt! Hallo. Hey, ich weiß, dass du da draußen bist. Ja. Passen Sie auf sein Auge auf. Was? Wenn Sie leben wollen, meiden Sie Ruviks Auge. Passen Sie auf sein Auge auf. Was soll das bedeuten? Das werden Sie sehen. Oh mein Gott, wer ist denn das? Und wieso liegt der... Ist es unsere Zelle? Bevor ich gleich drauf eingehe, was er gesagt hat, gucke ich mal eben hier. Armer Kerl. Ruhe in Frieden. Ja, Ruhe in Frieden. Amen. Hätte wenigstens mal was fallen lassen können. So, wer war er? Ist meine erste Frage. Haben wir nicht rausgefunden. Anscheinend war er wohl auch ein Patient hier oder er kannte wohl Ruvik, wie auch immer. Des Weiteren, was meint er mit Auge? Meiden Sie das Auge? Das klingt förmlich danach, als würde er sagen, ja, du hast gleich einen Bosskampf und gucke nicht in das Auge, sonst wirst du versteinert, wie damals die... Nette Schlangendame. Wie hieß sie denn nochmal? Ich komme nicht drauf. Okay, zurück kommen wir nicht. Was? Ah!
Wollt ihr mich verarschen? Hier sind überall Augen und... Da ist der Turm. Ja, natürlich. Oh, Arena-Kampf. Oh nein, oh bitte nicht. Auch Leute kommen, das... Oh Gott. Mir fällt gerade gar nichts so ein. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich werde mal erstmal versuchen, so ein bisschen alles zu sammeln hier. Ciao! Na, spring da hoch! Das wäre jetzt erstmal die erste Möglichkeit. Erstmal hier alles sammeln und dann... Schauen wir mal. Da liegt nichts mehr. Hallo, spring da runter! Hier liegt auch noch mal was. Warte mal, bleib mal eben dran. Arena-Kampf, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. So, werden wir mal noch mal ein paar... Na, Bolzen herstellen. Wen nehmen wir denn? Machen wir mal noch mal so einen Giftbolzen hier. Ja, sehr schön. Hier unten liegt noch mal Munition. Da liegt auch noch mal Munition für die Magnum. Sehr geil. Hier liegt auch noch mal Munition. So, dann schauen wir mal. Was? Ja, natürlich. Klar. Warum nicht? Ja, sicher, sammel doch noch ein. Wir haben doch noch Zeit dafür. Klar. So. Wow. Geh sterben, mein Gott. Streichholz mehr. Auch momentan die einzige Tante. Das heißt, ich kann noch mal in Ruhe mich noch mal ein wenig umsehen. Ob ich hier vielleicht irgendwas vergessen. Da oben liegt, glaube ich, noch was. Kann das sein? Boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also Arena-Kämpfe hier, ey, das ist ja echt... Das geht mal gar nicht. Genau wie Monster-Kopien. Arena-Kämpfe und Monster-Kopien. Tja, was nutze ich denn jetzt? Da liegt noch Streichhölzer. Jawohl. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. Was haben wir denn noch? Haben wir denn irgendwas, was wir... Wir haben 3 Spritzen, 2 Reserve. Wir sind gar nicht mal so schlecht wieder ausgerüstet. Das Spiel hat uns doch gut hinkatapultiert. Ist sie jetzt tot oder nicht? Ist mir egal, ich zünd sie an. So. Ja, natürlich, genau. Ihr wollt mich auch verarschen. Ihr wollt mich doch jetzt auch verarschen, oder? Hat da einer eine Bremse? Ich muss so schnell wie möglich diese Rubik-Kopie erledigen. Also, weil sonst habe ich echt ein Problem. Hallo? Explodier!
So. Ratzefatz geht das hier. Oh, ich kann den nicht anzünden. Oh Mann. Bah, guck dir den Dicken an. Boah, ist das ein Brummer. Krass. Boah, ist das ein Brummer. Wahnsinn. Aber soll das jetzt echt schon das Finale sein? Hallo, Detective. Bin hier. So, komm her. Verbrenn dich. Ciao. Geh weg. Sehr schön. So. Es klappt ja super. Es wurde gespeichert. Das ist auch gut. Was? Was kommt denn jetzt? Hallo? Was muss ich machen? Muss ich irgendwas tun? Muss ich irgendwas sagen? Ach, da kommt schon wieder welche. Na, Halleluja. Wie habe ich das vermisst? Ach, da ist auch schon wieder. So ein fetter Sack. Entschuldigung. Mein Gott, nee. Ciao, Wiedersehen. So. Wer nicht will, der hat schon. Der will nochmal, wer hat noch nicht? Ja. Uah. Ja, beginnt ihr Schweine. Uah. Wow. Fitti! Fitti ist schon wieder da. Wollt ihr mich verarschen? Fitti mit dem Raketenwerfer? Wie bitte? Fitti mit dem Raketenwerfer? Ja, natürlich. Und sonst? Geht's euch noch gut, oder was? Tja, ja, natürlich. Hallo. Ihr wollt mich doch auch verarschen, oder? Was? Was? Aua! Was? Okay. Duck dich! So, da oben sitzt ein Scharfschütze, wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest... Ciao. So, da oben saßen auch noch welche. Der schmeißt erstmal, der Drecksack. Fuck. Na. Munition alle? Wie niedlich er doch weggeguckt hat gerade. Hm, wo ist er denn? So. Schau mal ein wenig, ob hier was rumliegt. Aber ich glaube nicht. Warum ist das alles so glibbern hier und. Kuckuck. Da bin ich. Ja, jetzt sind wir wieder an der Klinik. An der Tür angekommen. Haben die was fallen lassen?
Ja, eine Spritze. Scharfschützenmuni, sehr schön. Geil. Also die Scharfschützenmuni, also dieses kritischen Schaden, das hat sich echt gelohnt. Aber dieser Arena-Kampf war ja schon wieder echt der Hammer. Das gibt's doch gar nicht für so ein Spiel, für so ein Shinji Mikami ist es echt armselig. Muss ich mal sagen. Auch wenn du es gerade hörst oder siehst, kannst du dir übersetzen lassen. Scheiß Spiel. So. Ja, mit den schönen Aussichten, ja, die euch da alle angucken, machen wir eine kleine Pause und dann geht's spannend in der nächsten Folge weiter und ja, mal gucken, wo wir da hinkommen. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao.